willkommen, Andreas Hoppe. No fracking, no, no fracking. Fracking, fracking, no, 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 no. We're not fracking, fracking. Die Methode ist hochriskant. Sie bedroht unser Grundwasser ständig und immer. Permanent ist die Vergiftung des Grundwassers möglich. Niemand, kein Wissenschaftler der Welt, kann garantieren, dass nichts passiert. Oh, cause we're fracking here in Usedom, we're fracking down in Canada. Hey, you know, the Canadian people, you know what they're doing now. They're crying because of fracking, yo. Fracking is so dirty work, y'all. Making more money, making more money, making more money, making more money, making more money. That's what fracking is about, you know. Und die Schlagzeilen kann ich mir auch schon gut vorstellen. Gift im Wasser auf Usedom. They got them fracking blues. Und hier überall ist Trinkwasserschutzgebiet. Ihr wollt Wasser trinken, das geht so nicht. Außerdem wird die Landschaft verschandelt. Es wird nach Öl stinken in der Umgebung. Neue Straßen, Verladestationen und Pipelines sollen gebaut werden. Ihr wollt baden im klaren Wasser mit Fracking-Chemie. Oh, ich glaube, das gibt ganz, ganz schlechte Tourismuszahlen im nächsten Jahr. Vorpommern-Rügen hat in Saal durch die Firma CEP gerade die Testförderung begonnen. Geplant sind 10 horizontale Bohrungen in 2700 Kilometern Tiefe. Mit je 10 Frack-Vorgängen. Und das ist nur die Testförderung. Und in Kanada, da gibt's nicht 2, nein, da gibt's 50.000 Fracking Ölbautürme. Und es werden täglich mehr. Und unabhängig von Russland können wir leider auch nicht werden. Selbst wenn wir hier auf dieser Wiese ein Ölbohrturm hinstellen. Das ist das Fracking-Unternehmen, was Weltmarktführer in dem Bereich ist, was systematisch Unterlagen vernichtet hat, als es merkte, dass es als Erbauer der Deepwater Horizon im Golf von Mexiko Mist gebaut hatte. Ja, die sind hier jetzt stark mit engagiert, zusammen mit CEP, und werden eben mit hunderten Bar morgen wahrscheinlich anfangen, direkt unter dem Nationalpark und neben dem Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft unsere Zukunft zu vergiften. Das ist im Wahlkreis von Angela Merkel, und ich rufe Angela Merkel deutlich dazu auf, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, denn die Menschen brauchen sie hier jetzt. Wer Filme wie Gasland oder auch Promised Land mit Matt Damon gesehen hat, kann die möglichen Auswirkungen erahnen. In den USA sind durch Gasfracking ganze Gebiete, Landschaften, Wasserressourcen, Seen, Flüsse, Brunnen, Farmen vergiftet und kontaminiert worden mit Erkrankungen von Mensch und Tier. Wie kann man mit so einem Wissen überhaupt noch so ein Risiko eingehen? Aber das will ja auch keiner, darum habe ich den Fracking Blues. Und jetzt ist es Zeit, dass ihr auch ein bisschen Fracking Blues bekommt. Setzen wir besser auf eine konsequente Weiterentwicklung der Energiewende, selbstverständlich mit Beteiligung der Energiekonzerne und nicht auf Kosten der Verbraucher. Vielen Dank. Und ich hoffe, das Fracking wird hier nicht stattfinden. Tschüss.